Ich habe den Tell-Me-Gene-DNA-Test ausprobiert und bewerte ihn. 100% ehrlich, alles selbst gekauft. Erkennt dieser Test Krankheiten, von denen ich vermute, dass ich betroffen bin? Und stimmen die Herkunftsangaben mit den Ergebnissen anderer Anbieter überein? Das erfährst du jetzt. Kurz zum allgemeinen Thema. In unserer DNA sind alle möglichen Informationen über uns gespeichert. Von der Abstammung über die Persönlichkeit bis hin zur Gesundheit. Mit einem DNA-Test kann das Erbgut unter anderem gezielt auf bestimmte Risikogene für Krankheiten untersucht werden. In Deutschland ist es gesetzlich so geregelt, dass medizinische Genanalysen eigentlich nur dann erlaubt sind, wenn ein Arzt bzw. eine Ärztin sie anordnet, über Risiken aufklärt und anschließend die Ergebnisse erläutert. Im Internet kann man aber Gentests von Anbietern mit ausländischem Hauptsitz bestellen und durchführen lassen. Es ist allerdings so, dass diese Online-Tests nicht immer vollständig und auch nicht unbedingt zuverlässig sind. Für viele Krankheiten ist bekannt, an welcher Stelle in der DNA Genmutationen sitzen, die mit einer bestimmten Krankheit in Verbindung stehen. Die Entstehung vieler Krankheiten ist allerdings sehr komplex. Für eine richtige DNA-Diagnose müssten mehrere Gene und hunderte einzelne Stellen in der DNA betrachtet werden. Das ist aber sehr aufwendig und teuer, weshalb solche Tests über die Arztpraxen meist mehrere tausend Euro kosten. Online-Tests prüfen nur die Stellen, die statistisch am häufigsten vorkommen. Das heißt, wenn der Test mir beispielsweise sagt, dass bei mir kein Risiko für Thrombose besteht, kann das falsch sein, weil meine Mutation nicht an der untersuchten Stelle vorkommt. Andersherum wäre es auch möglich, weil vielleicht ein schützendes Gen für die Neigung zu einer Krankheit nicht analysiert wurde. Darüber hinaus ist Genetik ja auch ein Fachbereich, in dem es jährlich neue Erkenntnisse in der Forschung gibt und vieles ja auch noch nicht bekannt ist. Ein weiterer Punkt, den man beachten müsste, wäre die Belastung, mit der die Ergebnisse des Tests einhergehen könnten. Gegen einige Krankheiten kann man gar nichts tun und man weiß auch nicht, wann und ob überhaupt diese ausbrechen. Das könnte eventuell zu Ängsten führen. Man sollte also mental stabil sein, wenn man einen solchen Test durchführen möchte. Ich persönlich möchte gerne wissen, woran ich tendenziell sterben werde. Und eventuell kann man ja auch bestimmte Verhaltensweisen entwickeln, um dem entgegenzuwirken. Ich habe mich für Tell-Me-Gene entschieden. Das Unternehmen agiert als internationales Netzwerk, hat ihren Hauptsitz in Spanien und verpflichtet sich zu einem vertraulichen Umgang mit der DNA. Bei der Wahl für einen Anbieter sollte man sich zum Thema Datenschutz auf jeden Fall gut informieren. Ich habe mich für das vollständige Advanced Kit entschieden. Dieses enthält in der Auswertung die genetische Disposition für Krankheiten und Erbkrankheiten, pharmakologische Verträglichkeiten, also wie gut oder schlecht verschiedene Medikamente auf den Körper reagieren, persönliche Eigenschaften, Wellness, das bezieht sich zum Beispiel auf Ernährung oder Sport, sowie Abstammung. Das Kit enthält ein Röhrchen, ein Tupfer und eine Rücksendeversandtasche. Die Durchführung des Tests war sehr einfach und verständlich. Man wird Schritt für Schritt durch eine Anleitung geführt. Die deutsche Übersetzung ist jedoch allgemein auf der Website gewöhnungsbedürftig. Sprachen lernen, Bubble. Nach 3,5 Wochen kamen dann auch schon die Ergebnisse. Voller Vorfreude habe ich mich auf die Website begeben, wollte mich in mein Konto einloggen und das war's. Ich blieb in der Anmeldeschleife stecken. Die Server schienen da komplett überlastet zu sein und das fast den gesamten Tag lang. Als ich es nach den ewig langen Ladezeiten endlich in meinen Account geschafft habe, konnte ich dann auch nicht auf meine Ergebnisse zugreifen. Es gab da mehrere Fehlermeldungen. Einige Tage später erwischte ich dann einen Zeitraum, in dem die Website funktionierte. Man erhält dann seine Ergebnisse in Form von Listen. Hier steht zum Beispiel die Krankheit, auf welche die DNA getestet wurde, sowie die Risikoeinschätzung. Mit einem Klick auf die Zeile kommt man dann zu einer Kurzbeschreibung der Krankheit, die technischen Daten zu den analysierten Genen, Ursachen, Symptome und Zeichen zur Früherkennung. Ich habe ein sehr großes Risiko für ein Offenwinkelglaukom. Mit sowas habe ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Aber jetzt, wo ich davon weiß, merke ich irgendwie auch, dass manchmal mein Augeninnendruck ziemlich stark ist. Ich werde definitiv zusehen, dass ich in den nächsten Jahren als Patientin in einer Augenarztpraxis aufgenommen werde, um das beobachten zu lassen. Leicht erhöhte Risiken bestehen zum Beispiel bei Kopfschmerzen und Migräne. Das stimmt, davon bin ich tatsächlich betroffen. Interessant war auch das höhere Risiko für einen Zwerchfellbruch. Was mich sehr überrascht hat, war, dass alle Lungenkrankheiten wie Asthma oder COPD
nur ein mittleres bis geringes genetisches Risiko aufwiesen. Dadurch, dass ich einen Spontanpneumothorax hatte und hier erwartet hätte, dass etwas mit meiner Lungenfunktion nicht ganz stimmen könnte, hätte ich hier andere Ergebnisse erwartet. Ob die Luft im Pleuraraum vielleicht doch aus dem Zwerchfell kam? Ein Risiko für Erbkrankheiten habe ich gar keine, was mich sehr freut. Bei den pharmakologischen Verträglichkeiten erhält man Dosisempfehlungen oder Hinweise, auf welche Mittel man lieber verzichten und auf ein Alternativpräparat umsteigen sollte. Hier erhält man dann auch nähere Infos mit technischen Daten der Gene, wie dieses Ergebnis zustande kam etc. Persönliche Eigenschaften und Wohlbefinden. Hier trifft super viel zu. Augenfarbe, Haarfarbe, Haarstruktur, Größe, Geburtsgewicht, sogar die Blutgruppe stimmt. Es sind aber auch sehr komische Kategorien dabei. Zum Beispiel die Fähigkeit, Spargelgeruch im Urin wahrzunehmen. Hä? In einem Punkt kann ich aber überhaupt nicht zustimmen. Kognitive Fähigkeiten. Gering. Sagt mir dieser Test ernsthaft, ich sei dumm? Ich hätte mir im Punkt persönliche Eigenschaften mehr zu dem Thema Charakterzüge gewünscht. Zum Beispiel Persönlichkeitstypen oder ähnliches. Abstammung. Ich hatte in der Vergangenheit bereits einen MyHeritage-DNA-Test durchgeführt und war nun sehr gespannt, ob hier ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Temmigen kommt zu der Annahme, dass meine DNA zu 49,3% osteuropäisch ist und 44,7% mitteleuropäisch bzw. deutsch. Das kommt in etwa mit MyHeritage hin. Die Länder sind nur ein wenig unterschiedlich. Während mich MyHeritage aber zu den übrigen Prozentsätzen unter Balkanbewohnerin einordnet, kommt Telmigene zu Italienerin. Halt, stopp! Während ich das Video hier gerade schneide, wurde die Ethnizitätsschätzung bei MyHeritage auf eine neue Version 2.5 aktualisiert. In Folge ist im neuen Ergebnis auch ein geringer Prozentsatz Norditalien enthalten. Die beiden DNA-Tests kommen also grob zu einem ähnlichen Ergebnis, wobei MyHeritage die europäischen Ethnizitätsgruppen nochmal detaillierter auswertet. Telmigene bietet ähnlich wie MyHeritage eine DNA-Connect-Funktion, bei der DNA-Verwandte ausfindig gemacht werden. Es sind zum jetzigen Zeitpunkt mehrere Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr vergangen und ich habe leider immer noch keinen einzigen Match. Schließlich wurde die mütterliche Haplogruppe analysiert. Diese wird tausende Jahre zurückverfolgt. Das ist sehr interessant. Und man erhält auch den Neandertaler-Anteil in der DNA. Würde ich den Telmigene-DNA-Test weiterempfehlen. Insgesamt stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Man erhält für das investierte Geld viele Informationen, die überwiegend, zumindest was ich in meinem Fall einschätzen kann, korrekt sind. Es kommen mit der Zeit auch Stück für Stück nachträglich neue Kategorien hinzu. Wer sich aber ausschließlich für das Thema Abstammung interessiert, dem würde ich eher zu MyHeritage raten. MyHeritage ist in diesem Bereich einfach präziser. Telmigene lohnt sich für die Auswertung von Risiken für Krankheiten. Dementsprechend würde ich auch das Starter-Kit, bei dem der Fokus mehr auf dem Thema Abstammung liegt, weniger empfehlen. Die Übersetzung auf der Website sowie die Ladegeschwindigkeiten sind definitiv verbesserungswürdig. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten und man kann nicht auf sein Konto zugreifen. Das sollte schon dringend behoben werden. Alles in allem finde ich den Test aber sehr nützlich und würde ihn immer wieder kaufen. Welchen DNA-Test sollte ich unbedingt auch in einem Video testen? Schreib mir deine Vorschläge gerne in die Kommentare.